Hallo und herzlich willkommen bei Kochen im Momo wieder mit Micha und Family on Tour. Wir wollen heute was ganz Einfaches machen. Ich habe frische Kartoffeln geschenkt gekriegt von Bauern, richtige Bauernkartoffeln, keine Industriekartoffeln wie im Supermarkt, sondern richtig feine Bauernkartoffeln. Wie wir dazu kommen, gutes Gespräch mit dem Bauern und der freut sich auch und gibt auch mal was, hat er uns geschenkt. So, ich brauche 4 bis 6 Zwiebeln, ich brauche Knoblauch, ich brauche, normalerweise würde ich frische Champignons nehmen, ich habe aber keine frischen Champignons mehr, deswegen, oder bin ich dazu gekommen, welche zu besorgen. Also nehme ich aus der Dose und ich nehme gestückelte Tomaten, kann man auch frische nehmen. Kannst auch Paprika in Würfel schneiden oder so. Geht auch. Gewürzt wird mit Pfeffer, Thymian und ein bisschen Salz. Paprika kann man auch ein bisschen mit hin tun. Ein Schuss Olivenöl für die Pfanne brauchen wir. Unsere Stahlpfanne und natürlich unseren Wender. Als erstes muss ich jetzt mal anfangen, die Kartoffeln zu schälen. Das mache ich jetzt auch. Und weil ich keine Lust habe, mir in der Zeit das Maul fusselig zu reden, schalte mir jetzt die Kamera aus, bis ich meine Kartoffeln geschält habe. Okay? Okay, Freunde, Kartoffeln sind geschält, gewaschen. Jetzt wollen wir die Kartoffeln in die Pfanne bringen. Als erstes natürlich einen kräftigen Schuss Öl. Sie zu uns, oder Sie sind für immer und ewig hier verloren. Wer hat das gesagt? Okay. Mr. Krabs! So. Die kriege ich jetzt möglichst gleichmäßige Bratkartoffeln. Ich nehme meinen Gemüsehobel. Und Mr. Krabs. Und bekomme relativ gleichmäßige Kartoffelscheiben für meine Bratkartoffeln. Das heißt, ich habe es beim Garen dann auch etwas leichter, was eh bei rohen Kartoffeln oder Bratkartoffeln außer rohe Kartoffeln schon schwer genug ist. Aber durch das, dass ich in etwa die gleiche Dicke habe, beziehungsweise eigentlich die gleiche Dicke habe, fühle ich mich natürlich dann letztendlich doch etwas leichter beim Braten, weil ich dann davon ausgehen kann, dass das mehr Gleichmäßigkeit im Bratvorgang ist, als wenn ich sie nur pur per Hand schneide. Ja, das ist ungefähr so mit dem Pommes frites. Wenn ich einen Pommes frites schneide, um eben auch einigermaßen gleichmäßige Sticks zu haben, damit nicht der eine zu dick und der andere zu dünn ist und ich dann am Schluss halb rohe und dann verbrannte Pommes habe. Genauso ist es mit dem Bratkartoffeln. Okay. Meine Freunde, sie kommen zurück und kehren nie zurück. Ist einer von denen so ein kleiner quadratischer Kerl mit großen Zähnen? Sag mal, bist du so eine Art Gedankenleser? Eigentlich nicht. So. Das ist auch teilweise nicht einfach mit den großen Kartoffeln. Man könnte sie auch jetzt kleiner schneiden, bloß ich bin wieder mal der Fauli. So. Wir haben es geschafft. Ich stehe auf diesen Song. Seht euch das an! Das ist Jack Hell! So, jetzt haben wir die Kartoffeln relativ gleichmäßig gekriegt. Ich nehme jetzt mal 2 raus, wie ihr seht, kriegt man die hier sehr schön gleichmäßig hin. Die Menge reicht auch. Mein Hobelix wasche ich einfach mit klarem Wasser ab. Stellen wir hin zum Trocknen, weil es war ja nichts anderes dran als Kartoffelsaft, sprich Speisestärke im Prinzip. Und da passiert überhaupt nichts, wenn ich den Wurm Wasser abwasche. Hier tue ich noch das restliche Wasser jetzt wegwischen von den Kartoffeln. So, und jetzt zünden wir die Kartoffeln schon mal am Herd an.
weil wir wollen ja Bratkartoffeln. Nein, der ist böse. Und die dauern natürlich etwas länger als die restlichen Zutaten. Das heißt, selbst wenn ich frische Pilze oder Tomaten nehmen würde, dauert es natürlich länger, als wenn ich gekochte Kartoffeln nehme. Ja. So, und ja, brennt. Während jetzt die Kartoffeln das Brutzeln anfangen, bereite ich meine Knoblauchzehen und meine Zwiebeln vor. Und da gehe ich jetzt ganz radikal wie üblich vor. Ich mache nämlich wilde Küche, wie ihr schon mal vielleicht mitgekriegt habt. Das heißt, ich mache jetzt nicht die Zutaten wie Zwiebeln und Knoblauch total fein, sondern die kommen total grob reingeschnitten. Ja, also die Knoblauchzehen zum Teil ganz und nur halbiert oder so. Und die Zwiebeln geviertelt, geachtet, je nachdem, was für Zwiebeln sind, wie groß sie sind und so weiter. Aber wie gesagt, nicht fein geschnitten. Weil es ist halt die spezielle Art, um ein spezieller Stil zu kochen hier. Bei vielen Sachen. Ich halte euch nicht davon ab, eure Feinschneid-Veranstaltung zu machen. Erwartet es bitte nicht von mir, denn es bleiben einige Aromen und Vitamine mehr in der Frucht oder in dem Gemüse erhalten, wenn ich es nicht ganz so fein schneide. So, ja, leben wie Larry. Und den haben wir auch. So, die Knoblauchzehen sind soweit vorbereitet. Jetzt machen wir die Zwiebeln. Und das Ganze kommt natürlich erst relativ spät daran, an die Kartoffeln, wenn die ziemlich gar sind. Einfach aus dem Grund, dass das ganze Zeug nicht so lang braucht wie die Kartoffeln selber. Oh ja, das Messer müsste aber wieder nachgeschärft werden, Papa. Na, mach hier mal die erste Schale runter, weil wenn ihr euch mal eure Zwiebeln, die ihr so im Laden kauft, genau anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass die oft außen einen Ansatz irgendwo von Schimmel oder so Zeug haben. Ja, und das sind so Lagerschäden. Und das ist nun mal bei den Geschichten, wenn man euch 2 Kilo Zwiebeln für 1 Euro oder so oder 1,10 Euro oder 1,29 Euro verkauft, dann sind ja nicht nur einwandfreie Früchte drin, sondern man haut natürlich auch Gammeliges und Altes genommen rein. Das wird heute nicht mehr so gut sortiert deswegen. Erstens kann man dann am alten, gammeligen Gelump auch noch ein Geld verdienen und dich natürlich dabei bescheißen, ohne dass du es unbedingt verhindern kannst oder gern merkst. Ja. Deswegen nehme ich eben da die äußere Schicht ab, um eben auch immer sicher zu werden. Auch. Meine Vorfreude hält sich in Grenzen. Ah, ja. Und noch. Bevor du anfangen kannst. Ja. Die haben wir soweit fertig. Zack, rum. So, während ich jetzt meinen Müll wegräume, machen wir mal kurz die Kamera auf. Okay, ich habe mittlerweile meinen Müll weggeschmissen. Jetzt gehen wir erst einmal nochmal auf. Kartoffeln in den Fall. Okay. Ihr hört es kräftig brutzeln. Und hier sieht man jetzt eine Kartoffel, die ganz unten gelegen ist. Wunderschönes Braun. Ja. Braucht natürlich alles seine Zeit. Und die
wollen wir die Zeit natürlich jetzt auch einräumen. Ja. Dauert immer so, ja, dreiviertel Stunde, Stunde, bis die Kartoffeln gar sind. So, jetzt zeige ich euch, wie wir die Zwiebeln machen. Zack, halbieren, vierteln, Thema erledigt. 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 Haben wir das gut im Bild drin? Gut. So, das Ganze lassen wir jetzt liegen. Warten ab bis links. Ich schütte mal meine Pilze mal die Brühe ab. Weil die brauche ich ja beim besten Willen in dem Fall nicht. Wie gesagt, frische Pilze wären besser geeignet. Schauen wir auch so. Oder ihr könnt auch eine Pilzmischung, Steinpilze, Schwamm, irgend sowas nehmen. Kommt auch gut. Und frische Tomaten, Paprika. Ihr könnt auch anderes Gemüse mit hinmachen. Geht auch mit Lauch, Zucchini. Ja. Passt alles zu Schwammerl. Also zu Champignons. Der Schwammerl sagt man ja bei uns in Bayern. Und das ist alles eine Ansichtssache. Was ihr beim Bratkartoffeln machen braucht, ist auf jeden Fall reichlich Öl. Aua! Ah, das ist wieder eine super Dose. Pomodore aus Italien. Wir sind nämlich gerade in Italien. 39 Cent die Dose, deswegen habe ich die genommen. Weil wir müssen zur Zeit auch ein bisschen sparen. Ja, aber dazu mache ich noch ein auf meinem Prol-Kanal ein Video. Gutmenschen und zu deinen lieben Mitmenschen. Aber hier geht es ja ums Kochen, also lassen wir das Thema außen vor erst einmal. Wie gesagt, man kann hier jetzt schon ein bisschen, das war die falsche Seite, Pfeffer, ein bisschen Paprika mit hinmachen. Na, das war auf jeden Fall auch die falsche Seite. Irgendwie habe ich es halt nicht so. Ja. Nicht zu viel. Ein bisschen salzen. Ja. Also normalerweise verwende ich wenig oder gar kein Salz. Ja. So, Thymian kommt dann später mit hin. Wer es mehr mediterran möchte, geht jetzt zum Beispiel her und geht nicht nur Thymian hin, sondern auch Rosmarin. Ja. So, und jetzt lassen wir erstmal die Kartoffeln brutzeln. So Freunde, meine Bratkartoffeln sind in einem fortgeschrittenen Alter, Stadium oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich tue jetzt als erstes die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Und ihr wisst ja, wie das geht, so mit diesen Zwiebelschalen. Die sind hier. Ihr könnt es auch als ganze Stücke rein machen, die zerfallen dann sowieso. Ich tue es halt jetzt so rein, weil es dann schneller geht. Geschmacklich gibt es eine wie das andere. Keinen Abbruch. Es geht jetzt bloß darum, dass man die halt hier mit rein tut, dass die mitgaren.
Genauso hat man da wurde eine Zwiebel zum Opfer. Da haben wir auch noch was. Der Hofballer bleibt stehen. Jetzt holen wir uns eine Opferzwiebel. Spülen wir halt einmal schnell ab. Dann hat sich's ausgeopfert. Zeigen wir noch den Rest. So, und jetzt tun wir noch den Knoblauch hier mit rein. Wie gesagt, ihr seht ganze Stücke. Es ist nicht so, dass ich jetzt hergehe und das alles in 1000 Teile zerlege. Es ist halt wilde Küche, wie ich es nenne. Und wer schon mal sowas von mir probiert hat, so ein Rezept nachzukochen, gerade was Bereich wilde Küche angeht, festgestellt haben, es schmeckt. Und jetzt lassen wir das noch ein bisschen brutzeln, dass die Zwiebeln, der Knoblauch ein bisschen garen können. Und dann kommen erst die Schwammerl und die Tomaten hin. Und Gewürz, Thymian, kommen dann auch nachher hin, wenn die Schwammerl hinkommen. Bis dahin jetzt nochmal ein Break und zack, zack! Jetzt sagst du's. Jetzt. Okay, Freunde, jetzt sind wir soweit. Bratkartoffeln sind soweit, Zwiebeln, Knoblauch sind soweit. Und jetzt tun wir unsere Schwammerl hin. Wenn ihr frische Schwammerl hin tut, dann dauern die natürlich etwas länger als die Dosenschwammerl. Und ungefähr vom Gewicht her, also von der Menge her, minder im Verhältnis 2 zu 1 zu den Kartoffeln. Also wenn ich 1000 Gramm Kartoffeln habe, dann nehme ich 500 Gramm Pilze. Und die Pomodore, sprich die Tomate, die gestückelte, die könnt ihr auch vierteln, halbieren, könnt ihr auch die Cocktailtomaten hinmachen. Oder klein geschnitten, nehmen da ungefähr 250 Gramm. So. Jetzt braten wir das Ganze noch mal ein bisschen durch. Wie gesagt, frische Tomatenschwammerl und Champignons dauern länger. Auch wenn ihr andere Pilze nehmt, Austernpilze oder Steinpilze, Pfifferlinge oder irgendwas anderes. Ja, es dauert einfach etwas länger, wenn es frisch ist, als das Dosenzeug. So, jetzt tun wir noch ein bisschen Pfeffer hin. Ein bisschen Paprika. Und natürlich jetzt kommt der Thymian. Und den können wir natürlich reichlich hin tun. Natürlich auch nicht zu viel. Also so ein Teelöffel voll dürft ihr schon hin tun. Ja? Und das Ganze dann einmal nochmal durchmischen. Ja. Noch ein bisschen ziehen lassen. Dann ist es eigentlich schon so gut wie fertig. Kulinarisch könnte man das Ganze jetzt aufwerten, indem man. Kannst du mal die Kamera auf mich richten? Also kulinarisch könnte man das. Oh, jetzt. Ha! Jetzt bin ich im Bild. Richtig gut. Richtig gut, geil. Also, kulinarisch kann man das jetzt das Ganze noch aufbessern, indem man zum Beispiel ein unpaniertes Kotelett dazu macht oder einen Steak. Man kann auch selbst ein Cordon Bleu könnte man dazu machen. Oder was? Was für Rindvieh? Kaninchen. Nee, Kaninchen würde ich da nicht dazu machen. Ja, aber man könnte ja auch Hühnerkeulen oder sowas dazu machen oder Hühnerbrust, Putenbrust, irgend sowas. Ja. Man kann sogar eins machen. Man kaufe sich einen Emmentaler zum Beispiel
und zwar ungefähr eine Scheibe, so einen Zentimeter dick. Paniere die wie ein Schnitzel und brät es in der zweiten Pfanne wie ein Schnitzel raus. Und ihr werdet staunen, wie geil das schmeckt. Okay, bis demnächst. Guten Appetit. Euer Micha und Family on Tour.